Alexandra Hiltl, Jahrgang 1974. Von 1996 bis 2002 studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in München und an der Hochschule der Bildenden Künste in Athen. Heute lebt und arbeitet sie in Neumarkt. Wir haben die Künstlerin in ihrem Atelier besucht. Ich habe zunächst in der Klasse für intermediale Projektarbeit studiert, wo Maler waren, Fotografen, Filmleute, viele Konzeptkünstler, und war als Studentin im ersten Semester unglücklich und auch überfordert. Im Rückblick auf die Jahre war es aber eine ganz tolle Zeit, weil wir da gelernt haben, ganz selbstständig unsere Sachen zu organisieren, Pressetexte zu schreiben, Konzepte, auch malerische Konzepte zu entwickeln und nicht beim einzelnen Bild stehen zu bleiben. Und erst später bin ich dann in eine Malereiklasse gewechselt, wo ich mich wirklich mit dem Medium, mit meinem Medium intensiv noch beschäftigt habe. Pusteblume tanzt im Rausch der Lüfte. Sowohl ihre zarten Blumenbilder als auch die feinen dreidimensionalen Körper entwickeln sich aus ganz realen Eindrücken. Also nichts entsteht aus dem Kopf oder von einem synthetischen Bild. Ich brauche am besten was Lebendiges. Es kann jetzt eben ein Mensch sein, der da ist, der auch nicht am Foto nur sein kann, oder eine Pflanze, die für mich einfach Vitalität, Lebenskraft ausstrahlt und ja auch in der ganzen Symbolik, schon in der Barockmalerei, ist ja die Blumenmalerei oder die Darstellung von Pflanzen über das Werden, das Aufblühen und das Vergehen etwas, was so den ganzen, ja, das ganze Leben umspannt und symbolisiert. Das interessiert mich dran. Und ich brauche dann den direkten Eindruck. Also das heißt, ich muss rausgehen oder mir Blumen ins Atelier holen und die sozusagen verinnerlichen. Also ich kann jetzt auch an Weihnachten keine Osterglocken malen, sondern das muss einfach für mich da sein, der Eindruck. Und dann aber arbeite ich vom Foto. Die Fotos sind für mich wie Skizzen. Also ich fotografiere die Blüten oder auch ganze Landschaftsformationen mit Pflanzen und kann dann davon arbeiten, aber ohne dass ich es fotorealistisch mache, sondern ich entnehme aus diesen Fotos nur bestimmte Teile, eine Farbigkeit, eine formale Struktur vielleicht, die mich interessiert, oder eine bestimmte Form oder Formen. Und dann beginne ich letztendlich ohne Vorzeichnung, also ich mache keine Skizzen, ich mache eigentlich gar keine Vorarbeiten, außer meine Fotos und halt so das Planen im Kopf, und beginne direkt auf der Leinwand mit den ersten Farbaufträgen, die dann aber immer wieder überlagert werden. Das heißt, ich arbeite nass in nass, eigentlich in einer Aquarelltechnik, die man sonst jetzt auf einem kleinen Papier machen würde, und zwischen den einzelnen Schichten des Bildes sind dann relativ lange Trocknungszeiten, und dann arbeite ich im Liegen, stelle das Bild immer wieder auf, mal dann wieder, lege es wieder hin. Und bei den großen Bildern sind es dann oft mehrere Wochen, bis die abgeschlossen sind. Und es gibt ein ganz bestimmtes Ritual, jedes Mal, bevor ein Kunstwerk entsteht. Am Beginn des Malprozesses hole ich das Wasser aus der Quelle, die bei uns im Garten ist. Ob das wirklich wichtig ist, jetzt im chemischen Sinn, glaube ich nicht. Für mich ist es eher ein Ritual, rauszugehen, auch im Winter zum Beispiel dann durch die Kälte zu gehen oder im Frühjahr durch die Blumenwiese zu laufen, das Wasser zu schöpfen und ins Atelier zu gehen. Das ist einfach ein Ritual, das mich in die Arbeit einstimmt. Und die Herstellung der Farben ist etwas, was mir deshalb wichtig ist, weil ich ganz spezielle Farbtöne haben möchte. Also natürlich verwende ich ab und zu auch Tubenfarben, gerade wenn ich kleine Mengen jetzt von einer bestimmten Farbe brauche. Aber ich habe Farbtöne zum Beispiel mit Glimmereffekten, gemahlenen Muschelkalk, gemahlene Halbedelsteine wie Malachit oder auch verschiedene Erden oder Neonfarben auch. Und die rühre ich mir also dann immer in entsprechender Menge an
Und da geht es mir eigentlich darum, um eine ganz spezielle Farbigkeit, die ich entwickeln möchte. Der Mensch, der Körper, das Sein. Der Körper ist, wie ich gerade schon gesagt habe, deshalb für mich interessant, weil dieses Gegenüber, das lebendige, präsente Gegenüber und der Moment auch, also nur ein Moment, das einzufangen, was unglaublich Spannendes ist. Und weil er auch ähnlich wie die Pflanze in ihrem Dasein für das ganze Leben an sich steht. Also das ganze Sein. Und das ist, denke ich, oder für mich ist es am präsentesten in der Nacktheit auch. Wobei es nicht vorrangig ums Ausgezogensein geht, sondern es geht letztendlich ums Dasein. Und um natürlich Symbole, wie jetzt Kleidung, die jemanden definieren, auch im Status definieren, die sind abhanden. Und so wie ich die Figuren darstelle, kann man oft auch gar nicht sagen, wie alt sie zum Beispiel sind. Es geht eher um ein allgemeines Frausein, um ein allgemeines Mannsein oder einen allgemeinen Zustand des Stehens, des Liegens, des Sitzens, also letztendlich um eine große Einfachheit. Alexandra Hildl arbeitet nicht nur in einem traumhaften Atelier. Das gesamte Haus wirkt wie ein Atelierhaus voller Kunstwerke. Man muss sich zunächst mal überlegen, was brauche ich wirklich? Weil was man möchte, das ist natürlich erstmal unerreichbar. Der Künstler will ja immer möglichst viel Platz und möglichst hohe Wände. Und dann muss man eben die eigenen Bedürfnisse mit dem, was man verwirklichen kann, eher auf ein Niveau bringen und auch versuchen, oder wir haben es versucht, das dann möglichst ökonomisch in das Gesamtgefüge des Hauses einzufügen. Wer die Künstlerin und ihre Werke gerne einmal kennenlernen möchte, derzeit ist eine große Einzelausstellung in Vorbereitung unter dem Titel Glimmer Himmelblau Dynamisch. Zu sehen im Oktober-November 2013 in der Kunsthalle im Neumarkter Reitstadel.